Hallo, ich befinde mich gerade im Pressekonferenzraum. Es war heute für mich die letzte Pressekonferenz, was Wettbewerbsfilme angeht, was ich ein wenig schade finde. Der heutige Tag hat für mich angefangen mit einem polnischen Film, United States of Love. Darum geht es um Polen nach dem Zerfall der Mauer, wo sich die Gesellschaft langsam wieder modernisiert. Also es kommen zum Beispiel Pornofilme im Umlauf und alle leben ihre Sexualität ein bisschen freier. Aber die Leute sind noch immer mit ihren eigenen Problemen viel mehr beschäftigt, als dass sie sich um die gesellschaftlichen Wandlungen kümmern. Also es geht um Sehnsucht, Hoffnung, Liebe. Mir hat der Film relativ gut gefallen, weil er zeigt, dass Liebe ganz plötzlich passieren kann und etwas nichts Kontrollierbares ist und wie sehr Menschen eigentlich mit Menschen besessen sind. Also wie sehr man Menschen um sich herum braucht und wie sehr jeder vermeiden will, allein zu sein. Der zweite Film, den ich mir heute angeschaut habe, war eine französische Komödie, die zweite Komödie in dem Wettbewerb, Saint Amour mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle. Es ist ein klassischer Roadtrip-Film, finde ich, um die Beziehung zwischen Vater und Sohn zu stärken, und es war nichts Besonderes und nichts Spannendes oder Aufregendes. Er war an Stellen teilweise lustig, aber wie man halt alle anderen klassischen Roadtrip-Filme kennt, es war nichts voller Überraschungen oder so. Und der letzte Film im Wettbewerb, der heute lief, war ein iranischer Film, A Dragon Arrives. Und der hat mir ziemlich gut gefallen. Also der Film beginnt mit einem Mordfall, der aufgeklärt werden muss, aber es springt ganz schnell in etwas Übernatürliches und Surreales. Die Charaktere sind mit etwas vollkommen Unrealistisches konfrontiert und dieses Mysterium bleibt im ganzen Film über aufrecht. Also es wird nie richtig gelöst, was es eigentlich ist. Und das fand ich relativ schön daran an dem Film. Man verlässt den Kinosaal eigentlich noch immer zweifelhaft und ratlos, aber in einem guten Gefühl. Die Erschöpfung meiner langen Kinomarathons, bei denen ich immer wieder von einem Kino zum nächsten renne, wird mir immer wieder durch sehr nahrhafte Filme belohnt. Die ersetzen nämlich auch manchmal wirklich das Essen, worauf ich verzichten muss. Einer dieser nahrhaften Filme war Les Premières, Les Dernières, ein belgisch-französischer Film von Bully Lanners. Es handelt von einem Liebespaar, das im Angesicht des Weltuntergangs vor unbekannten Mächten flieht und dabei immer wieder Freunde und aber auch Feinde trifft, die ihnen helfen und ihnen im Weg stehen. Es ist ein sehr gut mit Musik inszenierter Film, sodass man reinfallen kann, als ob man einen Song hört, den man einfach immer wieder hören will. Die Bilder sind sehr karg und kalt und die Landschaften sind auch sehr weit, es sind viele Aufnahmen vom Himmel, was eine Weltuntergangsstimmung noch verstärkt. Und dazu im Kontrast stehen aber auch immer wieder Close-ups und sehr bewegte Aufnahmen, die uns die Emotionen der Charaktere mehr noch stärker fühlen lassen. Der andere Film, den ich heute gesehen habe, Miles Ahead, ein quasi Bruchteil eines Biopics über Miles Davis, hat mich dagegen eher weniger beeindruckt. Obwohl er die improvisationsreiche Musik dieser Jazzlegende eigentlich sehr gut darstellt, mit Schnitten, die einen immer wieder in die Vergangenheit des Künstlers zurückversetzen, zu seiner Geschichte mit der Muse Frances. Und im Zentrum des Plots steht eigentlich, dass er ein Comeback plant und dabei aber von Plattenbossen und nervigen Journalisten die ganze Zeit abgehalten wird und dann sogar auf die Suche nach einem verschwundenen Tape gehen muss. Ich freue mich, mir heute noch zwei weitere französische und belgische Filme anzuschauen und in den nächsten Tagen noch weitere nährhafte Filme, die mir mein Essen ersetzen können.